So, herzlich willkommen hier zurück bei No Man's Sky. Und ja, unten sieht man da schon meinen Auftrag, den ich machen muss oder halt eben auch machen kann. So, ich guck mal eben noch mal kurz meine Werte hier an, sozusagen. Also das ist mein Raumschiff X-Ray 3. Immer noch. Und ja, das ist mein Anzug, da habe ich immer noch meine ganzen Sachen hier drin und so weiter, die ich halt immer gut sammeln kann. Aber ich muss ja auch mal ein bisschen, ja, was loswerden. Mein Raumschiff hat jetzt auch nicht allzu viel Platz. Ich habe hier ein bisschen Gold. Das bringt mir ein paar Taler. Das könnte ich ja mal verkaufen, das Gold hier. Das mache ich mal eben. Jetzt muss ich halt nochmal hier gucken, wo ich hier meinen Laden habe. Habe mich hier lange nicht so umgesehen oder ich kenne mich hier halt nicht ganz so aus. Was haben wir denn hier? Raumschiff-Ausstattung. Lass mal gucken. Nee, ich will das Schiff nicht zu Schrott einschmelzen. Wo findet man Upgrades? Warte mal. Um die Größe des Raumschiffs Inventars zu erhöhen. Ja, das wäre eigentlich mal ganz nett. Technologiehändler erworben werden. Ah ja. Raumschiff verbessern, Lager verbessern oder Raumschiffklasse erhöhen. Verbessere das Lager kostenlos mit Lagererweiterungsmodulen. Lagerkapazität erwerben. Ja klar, das sind 10 Millionen, ne? Ich habe doch keine 10 Millionen. Erweiterung anwenden habe ich auch nicht. Okay, wir brauchen einiges an Geld. Oder Lagererweiterung Modul. Und das andere war jetzt nochmal, wie hieß das? Da muss ich nochmal gucken. Technologiehändlern, okay. Wo habe ich die denn? Weggehen. Technologiehändler. So was steht da hier nirgends dran, aber muss man halt mit den Leuten reden. Hi, was bist du für einer? Technologiekaufmann. Ah ja. Technologiekaufmann. Hat er sowas? Module kaufen. Was hat er denn? Lebenserhaltungsmodul. Bewegungsmodul. Schildmodul. Unter Wasser. Ah. Strahlungsdings und so weiter. Ja gut, das ist halt auch nur für meinen Anzug gedacht. Raumschiff-Inventar. Das ist ja jetzt nur meins. Nee,
Er hat jetzt nichts für mein Raumschiff. Okay. Mal gucken. Hallo, was hast du denn? Zeige aufregend auf ihre Wahr, ja. Freund. Gag und so weiter. Ja, die den Form scheint installierbare, genau, Exo-Fahrzeug und so weiter Upgrade im Taufen, für Nani Taufen anzubieten. Fahrzeug, nee, ich habe kein Fahrzeug, ich habe auch meinen Raumschiff hier. Fahrzeug, Bordkanone, nee. Warte mal, nee, ist ja eigentlich auch egal, was oben steht. Irgendwie mehr Inventar oder was weiß ich. Okay, mal gucken. Mal gucken, was hast du denn hier im Angebot? Ja, Impulsantrieb, ich weiß nicht, ob ich... Okay. Hyperantrieb, ja. Alles mal so nach und nach kaufen. Inframessermodul. Ein Schild wäre auch mal angebracht, irgendwie, aber. Verbessert die Schiffstärke, ja. Erhöhte Ausdauer im Kampf. Das wäre natürlich auch mal was Schönes, ne? Neues Schild hier kaufen. Für 187. Ich habe 706. Wow, das ist aber teuer. 589, Donnerwetter, ja. Zyklo, was ist das? Wofür ist das gut? Ach so, ja. Aber wo kann ich nicht denn... Wo gibt's denn was für... Erweiterung oder so. Ja, ja, ich kenne euch ja noch nicht so gut hier auf dieser Raumstation. Minenlaser, Scanner, nee, das ist jetzt auch nur für die Waffe. Ha. Scanner-Modul. Ich denn für ein nee, ich habe keinen Scanner hier.
ist ein bisschen wenig, ne? Um bestimmte Kühlungssysteme. Muss mal gucken. Ich gehe da hinten mal hin. Hallo, wer bist du denn? Gegenstände an Lebensform verkaufen. Mal gucken. Wie wäre es mit Gold oder sowas? Katzen, warte mal, verkaufen. Kupfer. Ich kann etwas Kupfer verkaufen, ja, das mache ich mal. Warte mal, ein bisschen geht noch. Ich mach mal 100. So. So. Verrostetes Metall, das kann ich sowieso nicht gebrauchen. Verrostetes Metall. Nachfrage 0, naja, immerhin, ich brauche kein verrostetes Metall, so. Okay, warte mal, mein Schiff hatte Gold, ne, oder war ich das? Ne, okay, hier, dann kriege ich auch schon mal 28.000, immerhin. So. Okay. Silber, das kriege ich auch aus den 87.000. Alter. Okay, her damit. So. Platin, weiß ich nicht, wie ich das wieder zusammenbekomme. Wie gut. Aber okay. Gegenstand von Lebensform kaufen. Warte mal, mache ein Angebot für das Raumschiff. Was hast du denn? Flinke Pfadfinderin von Tarum. Vergleichen. Also Mainz hat jetzt 22 Plätze. Er hat da, oder das neue Raumschiff so gesehen hat, 21 Plätze. Ein Platz weniger. Das ist ja nicht gerade schön. Nee. Der hat zwar mehr Schildstärke,
Nur mit etwas weniger mehr, also ne? Schaden hat er etwas mehr, aber dafür ist die Reichweite vom Hyperantrieb geringer. Das ist meiner besser. Nee, lass mal, du kannst dein Schiff behalten. Ja. Und außerdem gefällt mir das auch nicht so besonders. Ich hätte dann lieber doch gerne mal ein anderes, also was auch anders aus, also besser aussieht. Wie wäre denn deins hier zum Beispiel? Hallo? Holla, die Waldwehr, was hat der denn? 27 Plätze. Ich habe 83, ach, er hat auch 83. Komm mir fragen, du warst doch 53, 8. Ja, sein Hyperantrieb ist natürlich auch wieder geringer als meiner. Oh Mann, ey. Der hat aber mehr Plätze. Tja, kostet dann zwar, naja, so viel habe ich ja leider noch nicht, aber okay, was soll's. Muss ich leider ablehnen, Kollege, ja, vielleicht ein andermal, wenn ich mehr Geld habe. Alter, das ist aber ein geiler Flieger. Was hast du denn hier für ein hoppala Flugapparat hier? Maui. Lass mal gucken. Ach Gott, das sieht ja. Der hat nur 18 Plätze. Nee, das ist viel zu wenig. Ich brauche mehr Plätze. Ja. Ich hätte zwar dann eins, das mal etwas anders aussieht, aber mit 18 Plätzen. Nee, danke. Hallo, sag mal, wo kommst du denn her? Ja, mögen wir glauben. Klick auf den Schnabel und so weiter, bla bla bla. Lass mal gucken. Dem 28 Plätze, Alter. Ja, der bräuchte ja auch wieder 6.300.000, ey. Unglaublich. Okay, das heißt, ich muss jede Menge Geld sammeln. Gut. Dann fliege ich mal ein bisschen los hier. Energie. So. Unbekannter Planet haben wir da noch. Dann scanne ich den doch mal eben. Janetia Majoris unentdeckt. Planet mit geringer Atmosphäre. Da gibt es Kupfer, verrostetes Metall, Silber und hohe Wächter. Okay, hohe Wächter. Nee. Hoppala. Hallo? Nein. Ich bin in den Sog da reingekommen. Moment, ich wollte doch. Nein. Lass mich wieder raus hier, komm. Ich wollte eigentlich fliegen und dann. So, Warte mal, was habe ich denn hier?
Das habe ich entdeckt. Da gibt es Kupfer und so weiter. Hohe Wächteraktivität. Okay. Eine kleine Siedlung. Habe ich die auch schon entdeckt? Ich weiß das gar nicht. Lokalisiere einen Fernsender. Ist das denn jetzt hier? Moment. Oh Gott. Hallo, lieber Twee. Moment. Jetzt habe ich hier. Holo Terminus. Eins ist hier und das andere ist halt eben 500 irgendwas entfernt. Ich habe nur die zwei hier jetzt. Ich sammle in der Zeit noch mal so ein bisschen was ein hier. Ja, Gold ist immer gut. Wobei Silber ist auch nicht schlecht. Mal weg mit dem ganzen Ding hier. Silber ist gut. Gold, jawohl. Ja, Moment, wenn etwas überhitzt. Mein Ding ist heiß gelaufen. Bronze, Silber und Gold. Ja, komm, hau weg dann das Zeug. Tritium Hypercluster. Getroffen, aber da war nichts drin sozusagen. Silber. Jawohl, hau weg hier das ganze Zeug. Steine, Felsen sozusagen, Meteoriten, Asteroiden, was auch immer. Braucht kein Mensch hier. Ja, und Silber. Das muss da alles weg. Okay, Silber. Goldklumpen, Silber. Silber wird hier gesammelt. Ich mache hier alles ganz klein und so. Ich mache sozusagen Platz hier für andere. Der ist ein bisschen zu weit weg, ne? Aber es geht noch. So, hier ist noch ein Digger. Da ist auch ja Gold drin. Jawohl. Gold spielt immer ganz viel Geld. Nee.
Moment. Wie viele feindliche Truppen sind das hier? Holla, die Leute. Da will er mich hier angreifen. So. Moment. Eieieiei. Okay, der eine kommt hier von oben. Eieieiei. Halt, ja, da. Moment. Dinger kaputt machen. So, Achtung. Oh, ich bin überhitzt. Ja, ich treffe ihn. Und die anderen treffen ihn auch. Und kaputt ist er. So, noch ein bisschen Metall bekommen. Juhu. Eieieiei. Da denken sie an nichts Böses und dann kommt ja so was Böses, ne? Guck mal, sieht aus wie die Erde hier. So ähnlich. Hohe Wächterkapazität. Hm. Etwas Silber. Hier, den Dunkel mach ich kaputt. Das sind Silbergäste drin. Dreht sie um. Bam, 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 bam. Dann wieder ein bisschen Gold. Oh, überhitzt. Moment. Immer viel Gold sammeln. Oder andere Dinge. Jawohl, das macht Spaß, ja, alles kaputt zu machen. Ich brauche ja irgendwann noch ein besseres Raumschiff hier. Ich komme mit meinem Kleinen viel zu lange hier unterwegs. Oh, und den Dicken habe ich zerstört. Silber drin. Neuer Gag-Rank. Klient, okay. Schläger. 15 Raumstück haben wir zum zerstört. Nicht schlecht. Okay, was habe ich denn hier auf der Seite? Warte mal, also was wird mir denn da angezeigt? Im Moment gar nichts.
Was habe ich hier? Weltraumanomalie. Aha. Keine Ahnung. Das dürfte ich aber nicht entdeckt haben. Da will ich doch mal gucken, was das ist hier. Ich fliege mit der Annemarie zur Anomalie. La 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 la. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall eine runde Sache. Hier scheint kein Eingang zu sein. Ja. Okay. Ui. Gold habe ich noch. Da ist was, das ist ein Eingang. Okay, mal gucken, was wir hier haben. Okay, das ist auch so ein... ich kann ja mal kurz aufsteigen. Auf jeden Fall ist das keine Raumstation oder sowas in der Art, wo ich was verkaufen könnte. Von so einer Art. Öffne das Inventar und verteile die Inventar mit Quadrat. Warte mal. Was habe ich denn bekommen? Was ist mit dem Hyperantrieb hier? Okay, den muss ich. Der Minenlaser. Kohlendingsbums oder. Okay.
Ich habe was bekommen. Was habe ich denn bekommen? Ich weiß gar nicht, was ich bekommen habe. Irgendein Modul, was denn für ein Modul? Das hier, ne? Ja, aber da habe ich keinen Platz mehr. Verschieben kann ich das ja auch nicht. Kein Platz frei, das ist ja das Blöde. gut, ich muss dann erstmal wieder was verkaufen, damit ich da Platz habe. Ja, ich weiß. Okay. Und nach draußen, bitte. Guti. Gold. Ganz viel Gold gibt es hier, jawohl. Der Überhitzer ist überhitzt. Etwas Silber habe ich noch. Wieder Gold. Ja. Dann lass doch mal gucken. Gold. Aha. Gold, 154. Ist auch interessant. Also Gold und Platin, ne? Ab und zu mal Silber.
Ich weiß. Was gibt's denn bei Platin? Wo haben wir das denn? Silber, Platin. Okay. Der wäre zum Beispiel 66.000. Gold. 57.000. Okay. Den Planeten habe ich also entdeckt hier. Gut. Ja, das macht doch nichts. Also. Da ist eine kleine Siedlung. Ankunft in 2 Wochen. Naja, das dauert. Weltraumanomalie? Nein, die will ich nicht. Denn jetzt, da ist die Raumstation, genau. Düse sich da mal hin. Und ich düse im Sauserfritt und bring dir Liebe mit. Ah, von einem Himmels ZF, der rüber mal. Jawohl. Fahren wir hier durch die Ringe durch. So. Und ein andermal mal möchte ich denn da hinten hinfliegen, wo dieses rote Zeichen ist. Aber erstmal will ich noch mal ein bisschen was verkaufen hier. Ja, werde ich auch noch mal gedreht. Okidoki, so. Komisches Raumschiff da hinten. Nein, ich will immer laufen und drücke dann links anstatt den rechten. Okay. So, hallo Leute. Grüß euch. Ja. Tolerieren und versuchen und so weiter. Um Hilfe mit dem Korvax-Dialekt bitten. Reisender Symbol, Korvax-Symbol, was? Mysterium-Symbol, Technologie-Symbol. Keine Ahnung, was ist hier bei Technologie? Vorfunkeln werden, aha. Okay, ja. Ui, da ist so ein Dings. Hallo? Alles klar bei dir? Er blubbert aufgeregt und will unbedingt seine Datensammlung teilen. Um Hilfe bitten? Karten austauschen. Was für Karten denn? Hilfe?
nochmal um Hilfe bitten? Nein, das ist ja nur das eine. Was? Planetenkarte? Planetenkarte, Planetenkarte, Planetenkarte. Eine Karte von einem Planeten in der Nähe. Es wurde ein sicherer, interessanter Ort markiert. An solchen Orten findet man oft Baupläne für neue Produkte. Wähle die Karte aus und nutze Route planen. Neue Karte enthält man, indem man Navigationsdaten mit eines Raumstation Kartografen austauscht. Notfalldaten. Planetkarte. Okay. Okay. Ach ja. Hi. Gesandter. Ich schmöre, ab. Okay, was ist da was oder? Weggehen. Ich gehe da weg. Gut, ich kann hier noch mal gucken. Missionen durchsuchen. Kein Saft mehr. Belohnung 9605. Aha. Piratenjahr. Zwei Räuber eliminieren. Okay. Kein Saft mehr. Piraten niedriger Stufe jagen. Belohnung wäre das 9000. Okay. Nehme ich den Auftrag mal an hier. Der Kunde ist ein Pirat, der sich an einen Kollegen rächen möchte. Sein Schiff war gerade an einer lokalen Station angedockt, als andere Piraten seinen Impulsantrieb anzapften. Okay. Gut, dann mache ich das mal hinzufügen. Okay. Mission aufgeben. Nee, nicht, ich will nicht aufgeben. So. Neue Mission, kein Saft mehr. Okay. Erstmal gucke ich mal hier. Verkaufen. So, Kupfer habe ich da wieder ein bisschen.
92 von 92. Gold. Hier kann ich kein Gold verkaufen. Da kann ich kein Gold verkaufen. Hoppala. Was ist denn das für ein Raumschiff hier? Warte mal, hallo du da. Ich war, bleib doch mal stehen. Ganz schnell hier durchblättern hier. Warte mal. Nein, ich möchte was verkaufen erstmal. So, warte mal. Eine genau sowas hier, aber das haben die auch gerne. Eine will ich verkaufen. So. Noch einmal Silber hier für 77.000. Dann Platin, okay, Nachfrage ist vielleicht nicht so groß, aber immerhin sind es noch 65.000. 65.000. Da habe ich auch Goldklumpen. Bei denen sind in der freien Moment nicht so groß, aber gut, da ich bei ihnen im Moment hier bin, kaufe ich das mal mit. Gold 62.800, jawohl. So. Hier kann man richtig gut Geld machen im Moment. Lass noch mal gucken. Okay, 16 Plätze, das ist wenig. Nee, danke. Kannst du behalten. Und außerdem sieht das auch nicht so schön aus. Alter, was ist denn das für ein Ding hier, für ein Monstrum? Moment. Deins gucke ich mir doch mal an hier. Alter. Der hat 30. Oh, kostet 15.500 normal. Ja, Wahnsinn. Okay, da muss ich noch einiges sammeln. Bis wir uns sowas mal leisten können. Gut. Dann verabschiede ich mich und sage dann bis zum nächsten Mal bye bye und so weiter, und dann kümmern wir uns mal um diese Aufgabe, ne? Kein Saft mehr, oder wie der heißt da. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.